Herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17. Oktober an der Fachhochschule St. Pölten. Jetzt anmelden. Und wir haben eine großartige Referentin hier bei uns zu Gast heute. Und Monika, stell dich bitte vor. Ja, ich bin also Monika Wies und arbeite hier im Zentrum für Lernen, Lehren und Forschen. Meine Leidenschaft, das werden Sie merken, ist einfach Unterricht an der Fachhochschule zusammen mit Dozierenden weiterzuentwickeln. Das ist mein Beruf, aber auch meine Leidenschaft. Genau, und du sitzt ja, wie wir alle bestens wissen, natürlich im wunderbaren Luzern. Genau. Wunderbar. Gut, wie du weißt, sammeln wir Zutaten für einen Assessment-Kuchen, wo wir gefragt haben, was gehört da aus deiner Sicht hinein, damit Assessment, damit Prüfungen in einem intensiven Dialog mit Studierenden gut gelingen? Was sind das deine ein, zwei Zutaten, die dir da so einfallen? Christian, ich denke, ich möchte die Metapher anders formulieren. Ja. Ich bringe nicht Zutaten, sondern ein Rezept. Das ist ein bisschen hochgestochen, ich gebe es zu. Aber eigentlich ist es ein Rezept, wie Dozierende und Studierende zusammen einen Kuchen machen können, backen können, ohne dass er verbrannt ist an der Oberfläche oder dass der einfach gar nicht aufgeht, sondern pappig und manchig und unansehnlich ist. Und ich verspreche ein bisschen, dass es ein Rezept gibt, wie man einen Kuchen backen kann. Und das geht natürlich eben schon mit Assessment, dass dieses summative Assessment, man könnte sagen, das wäre dann der Kuchen, das summative Assessment, der ist dann wohlgebacken und zur Freude aller steht er da auf dem Tisch. Ja, das wäre eigentlich das, was ich mitbringe nach St. Pölten. Das klingt vollkommen super und du weißt ja, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch und mich interessiert eine Zutat, die du uns vielleicht schon vorher verraten kannst, die da aus deiner Sicht ganz wichtig ist dafür. Genau. Das Wichtigste, das habe ich auch selber erlebt, ist, dass wir mit den Studierenden in einen Dialog kommen über ihr eigenes Lernen, aber natürlich auch über meine Lehre. Und dieser Dialog soll eben datenbasiert geschehen. Das ist ja das Neue, das wir seit Hattie kennen. Datenbasiert jetzt aber natürlich nicht im empirischen Sinne von valide und objektiv und so weiter, sondern ganz spezifisch erhebe ich jetzt als Dozentin mit ganz kleinen, einfachen, vielleicht sogar selber erfundenen Instrumenten einen kleinen Datensatz, den ich dann aber, und das ist auch das Neue, das Dialogische, zusammen mit den Studierenden auch beschreibe, interpretiere und nachher Maßnahmen wir entweder gemeinsam treffen oder ich es zurücknehme für einen nächsten Planungsschritt. Und damit mit diesen kleinen Lernstandserhebungen, das wäre vielleicht eines sozusagen ein Backpulver in diesem Kuchen. Diese Lernstandserhebung, die ist dann so wichtig, weil man in den Dialog kommt miteinander. Und das macht einfach Freude, das verändert Lehre ganz grundsätzlich. Sie merken, ich bin sehr überzeugt, dass das ein ganz innovativer Weg ist und das summative Assessment eben ein bisschen in den Hintergrund rückt, damit wir schon vorher gut erkennen, wo unsere Studierenden sind und wo wir sie begleiten sollen und vielleicht eben auch nicht. Ich glaube, du hast ja auch gerade sehr, sehr gut beschrieben, was in deinem Workshop passieren wird. Das heißt, die Teilnehmenden werden das, was du gerade auch erklärt hast, unmittelbar vor Ort erleben und ausprobieren können, oder?
Ganz genau. Das ist ja auch meine Art zu arbeiten, Christian. Das weißt du schon ein bisschen. Es soll ja nicht irgendwas Theoretisches sein, sondern eben die Teilnehmenden sollen so viel wie möglich gerade selber erleben können. Klar werde ich auch versuchen, mit 2, 3 Folien vielleicht die Begriffe zu klären. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Lernstanderhebungen, wie grenzt sich das ab zu Feedback oder zu Unterrichtsfeedback? Das ist dann aber vielleicht eher eine theoretisch interessante Diskussion. Im Workshop soll es wirklich darum gehen, das zu erleben, neue Ideen zu erfinden miteinander am liebsten und natürlich das auch stückweise kritisch zu diskutieren. Selbstverständlich, das gehört auch dazu. Das heißt, es ist ein Workshop, der perfekt in diesen Tag der Lehre hineinpasst. Und auf den freuen wir uns schon sehr. Also wer Workshop mit Monika Wiss erleben möchte, jetzt unbedingt anmelden für den 17. Oktober. Und bis dahin, liebe Monika, alles Gute. Vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr, nach St. Pölten zu kommen.